wie ihr eben gesehen habt. Ich hatte den eben in Gänge. Ich musste erst mal eben gucken, wie rum man das am besten stellt. Ja, Optimierung oder ob man das einfach so rauslaufen lässt oder so. Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ne? Bisschen was hier vorne geht daneben. Ja, ich würde sagen, am besten so eine Schaufel, so eine Karre so hinstellen. Die dreht sich so rum. Also so rum. Ne? Und dann schmeißt du eher das hier hin. Sieht man auch. Ne? Und deshalb von hier aus reinfahren. Und hier, ne? Also das ist schon fein. Und ne, ich habe da ja jetzt hier alles Mögliche. Da sind Blätter drin und ne, ist jetzt keine reine Erde. Wirklich so, eigentlich so wirklich so ein Mischmasch, was man so hat, so, ne? Mit Wurzeln und hier und da, ne? Also eigentlich das beste Beispiel dafür. Ne? Und hier kommen dann die ganzen, das ganze Grobe raus. Schon geil, ey. Warum wir uns sowas schon nicht früher gekauft haben. Ja, und hier, ne, ist halt feine Erde. Also, ja, hier kommt natürlich auch kleine Blätter mit durch und so, ne? Ist schon geil. Ich will gleich ein bisschen hier was von durch. Vielleicht. Obwohl, das muss gar nicht. Vielleicht kann man das später nochmal machen, ne? Kommen hier die großen Brocken. Werden dann aussortiert, ne? Aber wichtig ist das da, dass man das durchmacht. Durchsiebt. Ja, ich würde mal sagen, das kippe ich gleich hier vorne hin einfach. Weil sonst weiß ich nämlich nicht, wohin damit gerade. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel machen, ne? Nur mal eben ein bisschen ausprobieren. Genau. Vielleicht 2, 3 Kahn oder sowas. Mal sehen. Das wird sich, oder die Zeit wird sich, ja, zeigen. Wie gesagt, von meinem Bruder die Schaufel. Weiß nicht, die ist ein bisschen breiter. Die könnte man vielleicht, eventuell passt der ja unter. Dann kann man das gleich da reinmischen. Dann mit dem Lader gleich woanders hinfahren. Und das hier, wenn das halt soweit voll ist. Ich hatte ja erst gesagt in der, ja, in dem Vorstellungsvideo, ob das hier vielleicht ja nicht so passend ist. Ja, sieht aber auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, wie gesagt, vielleicht kann man da sich, wenn man das mit einem Lader macht oder mit einer zweiten Schubkarre, da eine zweite Schubkarre unterstellen. Ne? Ich habe jetzt gerade keine. Und ja, dann habe ich noch gesehen, welche haben das. Bisschen umgebaut, nicht umgebaut, sondern was angebaut. Auch nicht angebaut, sondern rangebaut. Damit man das mit einem, ja, mit einem Bagger beladen kann. Wäre auch noch mal was Interessantes. Der eine hat sich was Interessantes gebaut. Das erzähle ich aber schon später noch mal. Und einer hat, ja, einfach da was rangesetzt. Aber das erzähle ich auch später. Ich mache noch mal ein paar Aufnahmen. Vielleicht ein bisschen näher oder so. Mal sehen. Ich habe jetzt gerade nur diesen Magnetfluss wieder. Oder vielleicht von weiter weg. Dass man vielleicht sehen kann, wie das da hinten rausfällt oder so. Also, seid gespannt.
Ja, ich habe mal eben so die Zeit so ein bisschen gestoppt und ich glaube, also 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr, je nachdem wie viel halt ja, Kleinmaterial dabei ist, ist so eine Schubkarre voll. Man darf auch nicht zu schnell sein und ja, ne, damit da nicht zu viel Gewicht ist, sonst schafft er das glaube ich nicht, weil weiß nicht, das ist ja kein Hochleistungsgerät. Ja, aber ansonsten macht er das schon sehr gut, ne? Finde ich. Wenn man sich hier dieses Fallmaterial, das ist jetzt die zweite Karre hier, ne? Also, ne? Natürlich, ne? Boah, das ist schon fein durchgesiebt, also, ne? Wir wollen ja auch nichts, ne? Nichts sortieren, ne? Wir wollen ja nur das Grobe und das Feine, ne? Wollen wir ne, trennen. Ne, wenn man auch zu viel mal reinschmeißt, dann schafft er das nicht. Ne, wie man so sieht hier, hier ist noch einiges an Kleinmaterial drin. Ne, dann ist diese Trommel, ich sag mal so, zu kurz. Ne? Am besten, ja, man muss wirklich schon eine riesige Schaufel kann man nicht voll nehmen. Also man muss schon ein bisschen, ja, schlicht voll. Und sowas bleibt da dann drin hängen. Na, ist ja klar. So ein bisschen was. Ja, ich wollte es jetzt auch nochmal ausprobieren. Na, das hier, das kommt da alles so raus. Na, also Blätter und so, ne? Wie man so sehen kann. Kleine Wurzeln, Äste. Ich habe sowas auch da durchgemacht. Das kommt da auch durch. Ne? Habt ihr gesehen? Geht da alles so durch. Und ja, der Haufen ist schon ein bisschen kleiner geworden. Also mit seiner oder mit den angegebenen 3 Kubik in der Stunde. Also wenn man gut dabei ist und in, ja, wie gesagt, hier sind ganz viel Wurzeln drin. Wenn man jetzt aber nicht so viel Scheiße drin hat, wirklich nur ja grobes und feines, ne? Also so kleinere Steine, ne? Hier sitzt nichts da drin, aber ne? Diese größeren Steine, weiß nicht. Ob ich jetzt noch einen finde hier. Dieses hier, ne, so welche Brocken, die zerbröseln schon, ne, aber wenn die so fest sind, dann geht das auch hier durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das hingerollt ist. Also größere Steine, die sollte man vielleicht austauschen. Also sowas geht da durch, ne? Sowas, wenn man. Hab ich überhaupt gezeigt? Sowas hier, ne? Wenn sowas da drin ist, das will man ja raussortieren, ne? Oder diese Steingröße hier, ne? Die will man ja aussortieren. Und wenn man es hier ein bisschen, ich glaube, einen habe ich hier hinten hingeschmissen, glaube ich. Wenn ich den jetzt wieder finde, natürlich nicht. Finde ja jetzt auch keinen. Ja, auf jeden Fall diese größeren Steine, die sollte man da rausnehmen. Wie gesagt, so kleine geht. Aber jetzt finde ich natürlich keinen mehr. Also, wenn das jetzt ein Stein wäre hier, diese Größe hier, die sollte man vielleicht rausnehmen, ne? Oder größer, weil der schlägt da drinne und dann macht er nur das Sieb unnötig kaputt, ne? Oder sowas hier, ne, das gehört da nicht rein, ne? Das kann man mal rausnehmen. Diese hier, wenn man das findet, kann man auch rausnehmen, ne? Kann man rausnehmen, muss man jetzt nicht, ne? Oder so lange Wurzeln, ne? Die brauchen da eigentlich nicht rein, die kann man sich vorher aussortieren. Es ist ja kein riesiges Sieb. Man will ja nur so, ja, seine Erde oder sowas durchziehen für kleinere Steine. Oder halt, wenn da Blätter drin sind, wie bei mir jetzt hier gerade, dann ist das schon nicht schlecht. Ja. Also wenn größeren Garn hat oder wie auch immer, oder auch kleinere Betriebe, wo man sagt so, ja. Das Bild kann man neu aufarbeiten, ne? Und dann mal eben einmal alles durchsieben, ne? Also, dann ist das jetzt auch nicht so wild, ne? So für kleinere Arbeiten ist es gar nicht so verkehrt. Was jetzt der Dauerbetrieb, Dauereinsatz, so, ja, hergibt, ja, was, wie er sich da halt schlägt, muss man jetzt, ja, auf der Zeit sehen, auf Zeit, auf Sicht sehen. Und ja, damit soll es auch gewesen sein.
Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.